Hier. Die aus Möriken-Wildeck. Die turnt in der ersten Stärkeklasse. Heißt nicht, dass hier ein Trampolin 35 am Einsatz sein müsste. Man kann das eben kompensieren, je nachdem. Aber das ist sicher eine Spezialdisziplin von Möriken-Wildeck. Da sind sie ganz stark. Auch schon viel Meistertitel gewonnen. Also 2019 an den Schweizer Meisterschaften von insgesamt 42 Medaillen haben diese Turner hier 14 abgeräumt. Wirkt halt extrem gut. Sie sogar mit 4 grossen Trampolinen und sind jetzt Zweite drauf. Und eigentlich zum Abschluss von der jeweiligen Übung dann ein Quersprung und dann eigentlich der Abgang da links oder rechts auf die Seite und auch da im Idealfall den Stand holen. Das gehört natürlich auch dazu, die Vereinsfahne. Mitgewertet wird auch die Höhe. Oh, originell da, Doppelsalto halbe. Ja, unglaublich synchron. Extrem synchron. Ja, spontaner Applaus in der Halle. Ganz gut, Möriken-Wildeck in der Mitte des Programms. Jetzt wieder die Musikumstellung in einen anderen Teil. Die vier Herren haben es im Griff. Wiederum sehr parallel gesprungen. Diagonal synchron, auch das wiederum. Wirklich schönes Bild in der Luft, passt perfekt. Sehr schwieriges Programm und die ziehen das super durch. Hey, 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 hey. Ein großer Auftritt. Absolut. Sie dominieren das Gerät, Möriken-Wildeck. Überzeugen auch mit her. Wie viele Trainingsstunden sind nötig, um das so synchron herzubringen. Ich meine, das Erarbeiten des individuellen Niveaus von jeder Einzelnen ist das eine, aber das dann dermaßen zu koordinieren, wie stark drücke ich mich weg, wann muss ich genau in der richtigen Zehntelsekunde aufs Gerät, weil sonst stimmt das nicht mehr überein. Ganz genau, und da geht es eigentlich auch um Trainingspräsenz, weil du bist so darauf angewiesen, dass dein Gespändchen, wo du auf dem gleichen Tuch bist einerseits und andererseits ja, mit diesen Athleten, das ist ein Zusammenspiel, oder? Du kannst nicht nur allein trainieren, das bringt dir nur beschränkt etwas. Von dem her haben die sicher sehr eine intensive Zeit gehabt, da jetzt vor dem ETF. Möriken-Wildeck hat auch schon einen vielbeachteten Showauftritt gehabt, also vermutlich mehr als einen, aber sicher einen 2018 am Christmas Tattoo, als sie begleitet von einem Sinfonieorchester ihre Show dargeboten haben. Ein echtes Spektakel. Und hier eine tolle Darbietung in
Ja, in einer guten Stunde haben sie dann noch Gerätekombination, die Turner und Turnerinnen aus Möriken-Wildegg. Und später noch hier in der Halle, wenn dann unsere Übertragung zu Ende ist, auch noch Sprünge mit dem Mini-Trampolin. Das ist dann ihr dreiteiliger Wettkampf. Und aus den drei Noten kumuliert wird sich die Endnote ergeben, auf die man gespannt sein darf.